Unter jugendlichen Computerfans gibt es vor allem Spieler und die sogenannten Computerfreaks. Clemens, Thomas und Stefan fühlen sich zu höheren berufen. Die drei Oberschüler wollen das Innenleben des Computers kennenlernen. Um gemeinsam zu programmieren und selbstgefertigte Programme, die sogenannte Software, zu verkaufen, haben sie einen kleinen Club gegründet. So, warte mal, dann kannst du gleich mal. Also, Thomas und ich, wir haben uns mal so getroffen, so, ha, Thomas und so, wo wir so angefangen haben, so mit Programm tauschen, erstmal. Und dann haben wir entdeckt, dass wir also beide auch mittelmäßig bis ganz gut programmieren können. Und dann ist auch irgendwann der Ausdruck Gröper zustande gekommen. Haben wir uns gesagt, na gut, jetzt packen wir uns zusammen, machen alles zusammen unter dem Namen Gröper, ist einfach so aus Spaß. Ihr seid so eine Programmiergruppe. Ja, kann man so nennen. Größte Programmierer aller Zeiten. Ist so ein Gag-Ding, das ist mal mein Vater drauf gekommen, wo wir mal so einen 14-Tage Programmiermarathon so im Schichtbetrieb gemacht haben. Da hat mein Vater das eben von dieser Hitler-Bezeichnung Gröperz einfach abgeleitet. Space-Taste. Ne? Da Gröperz gesagt, im größten Programmierer aller Zeiten. Kann denn eigentlich ein Computer aus sowas wie ein Freund sein oder ein Kumpel oder irgendwie so einen Menschen ersetzen? Na, das kommt nur darauf an. Der Computer an sich ist ja keine Persönlichkeit oder so, ist ja eigentlich nur eine Kiste aus Plastik oder so. Und dann kann man natürlich ein Programm schreiben, das einen Menschen simuliert. Das Programm kann Gefühle simulieren und so weiter, aber wenn man selber programmiert, weiß man eben, dass der Computer an sich keine Gefühle hat. Also ich liebe ihn nicht, ich schlafe nicht mit ihm, ich hacke auf ihm rum. Naja, sagen wir mal so, das Schöne ist ja, man kann wirklich mal seine Kreativität hier so richtig ausschütten an so einem Rechner. Der tut also wirklich alles das, was ich möchte. Naja, also fast, wenn es gerade nicht funktioniert, wie meistens der Fall ist, kann ja mal vorkommen. Aber das ist das Schöne, also man sagt, er soll das und das tun und schon tut er das. Ja, und wie ist das, wenn er es dann tut? Erhebendes Gefühl, jedes Mal Weihnachten. Also ich finde das Spannende ist eher dann die Sachen, die man damit machen kann, möchte. Und auch die andere so zu beeindrucken. Guck mal hier, kleine Rechenaufgabe, brauchst du 10 Stunden für, um die zu lösen, Computer, 4 Mikrosekunden oder sowas. Ne? Ist dann. Ja, dann macht das ja der Computer, nicht du. Nö, ich muss das Programm vorher schreiben, damit der Computer das kann. Ist ja hier nur so ein Kästchen aus Plastik. Und Computer ist prinzipiell doof. Ja. Wie eine Bananenschale. Doof. Können 100 Leute behaupten, Computer ist ja so intelligent, traue ich mich nicht und so. Computer ist prinzipiell doof. Warum? Bis man ihm sagt, naja, einfach von seiner Logik her, weil er keinerlei Ahnung hat oder kein Abstraktionsvermögen oder so oder keine Fantasie einfach. Man muss ihm alles sagen. Man kann ihm nicht sagen, also du, ich brauche jetzt mal ein Programm, was 1 und 1 zusammenrechnet, sondern ich muss ihm das ja noch beibringen, wie man 1 und 1 zusammenrechnet.